damit willkommen zur 51. Folge von FideBeast Infinity hier auf den Kulonfire TV Let's Play Server. So, Regen, es regnet ja, es ist natürlich mau. So, und jetzt gucken wir erstmal, was wir so für Erze und so bekommen haben. Ja, hier haben wir viel Nether, Obsidian, Sense Dust und hier haben wir Zardus Quartz. Cool. Und hier kann man gleich mal lang laufen, gucken. Hier hat man Ferrös, Blaze Rods, Emeralds, Rubber, Coal, Glowstone, Redstone, Diamanten. Hier haben wir noch das. Hier haben wir Ferrös, Copper, Iron, Tin und Gold. Gut, was machen wir heute die Folge? Erstmal machen wir eine Segmel, wenn es dann aufgehört hat zu regnen. Vielleicht können wir jetzt schlafen? Jawohl, wir können schlafen. Dass wir nämlich das Zardus-Quarz verarbeiten können. Das Segment geht ja eigentlich relativ einfach. Wir haben ja genügend Ressourcen. Sack. Da. Das braucht man. Denn. Hammer. Es fehlt nur noch der Pisten. Kleinigkeit. Zack. Dann machen wir das mal hier rein. Machen wir nämlich hier den Pulverizer weg, den Resonanten. Machen hier das Segment hin. Config mal. Oben Input. Und hier Config Output. Wie viel Flint haben wir? 8. Wie viel Gravel? Ein bisschen. Ja, nehmen wir mal einen Stack. Tun wir das nämlich mal hier durchpulverisen. Durchsegmen. Ja. Da nehmen wir mal die Drop Chance. Und was sagt unsere Zelle? Die tun wir mal vielleicht dann demnächst umbauen, upgraden. Okay, aber was wollten wir jetzt machen? Oh, mir fiel es jetzt gleich ein. Mir fällt es gleich ein. Fällt es noch nicht? Ach ja, einen Ranger. Von Thermal Expansion, da brauchen wir bloß Tin Gear, Plastic Pipe. Okay, Plastik fehlt wieder mal. Müssten wir eigentlich alles hinkriegen. Ja. Einmal. Da haben wir es. 1, 2. Machine Casing. Da brauchen wir noch ein Tin Gear. 2 Scheren. Und jetzt müssen wir es eigentlich haben. Ja, das sage ich doch. Wunderbar. So, wo tun wir die hinsetzen? So, wir haben auf jeden Fall einen Stromanschluss gleich in der Nähe. So, was sagt unsere Cobblestone-Produktion? Gut. Und dann machen wir uns hier vielleicht eine Ebene hin. Haben wir eine Schau, dann haben wir unseren Excavator. Geht doch alles gleich viel schneller. Was wir uns auch als nächstes beschäftigen werden, ist Botania. Zumindest mal ganz kurz. Erstmal. Damit wir uns ja so einen Magnet machen können. Um halt, wenn wir dann den Ursa killen. Na gut, brauchen wir eigentlich nicht. Wir machen uns ja dann den Ursa-Käfig. So, da haben wir jetzt mal schon eine gerade Fläche. Alles mitnehmen. Gut. So, der Rancher. Setzen wir mal hier hin. Und da kriegt dann von unten Strom. Ah.
haben wir noch Conduits. Eins von denen. Aber da hat man ja gleich noch was anderes gemacht. Das hat man ja noch. Ein wenig vorproduziert. So, das können wir jetzt mal langsam hier raus. Item Duck. Das habe ich mal hier umgetauscht. Zu Item Conduits, weil hier war ständig dann mal Graphit drin. Das wollen wir ja nicht. Brauchen gleich so oder so noch ein bisschen Weed. Damit können wir uns dann nämlich dann die uns eine Wollfarm machen, um halt viel Wolle ranzubekommen für die Dance Cable. Na komm, wir hauen das hier mit rein. Okay, machen wir uns dann mal noch eine Goldchest. Eine Diamond Chest muss man ja nicht mal hinkriegen. Chest. Doch, kriegt man hin. Da könnte man sogar noch eine Obsidian Chest machen. Wunderbar. So, und da machst du mal viele Lagermöglichkeiten für Wolle. Nehmen Fences. Geht's doch mit denen? Jo. So viel brauchen wir nämlich nicht. Zack. Oder na, der Ranger, ich glaube, der hat eine 5x5er Chance. Reichweite 1, 2, 3, 4, 5. So, nehmen wir das mal weg. Wieder falsch. So, nehmen wir die zwei noch weg. Bloß noch der Strom. Und da machst du schon. Ha. Wunderbar. Das war kurz gefällt. Macht ja nichts. Strom. Wir können gleich mal uns ein paar Safari-Netze machen. Jawohl. Kriegen wir die Single-Use-Safari-Netze hin? An Strings hakelt's. Hammer Cotton. Hier nicht. Müssen wir mal in unseren anderen Ton hier drüben gucken. Hier hat man noch Slimeboards. Sieht jetzt nicht gerade so danach aus. Mau. Nö, da machen wir ein was. Wir haben doch hier 9 Cotton Seeds. Es geht ja eigentlich relativ zügig mit unserer Reinforced Watering Can. Ja.
Kronen sind hier gewachsen. Oh, geht gut. Na komm, Mausrad, danke. So, machen wir noch einmal. Oder wir machen noch zweimal von jedem. Dann suchen wir uns dann noch die Schafe. Der hier noch wie im Sand am Meer rumlaufen. Also auf der Karte sehe ich zumindest schon mal zwei. Drei. Aber es könnte auch sein, dass jetzt uns gleich am Leder hakt. Nein, so rum. Ja, nehmen wir so rum. Da können wir zwei Safari-Netze machen. Eins. Zwei. Gut, da gehen wir noch schnell schlafen. Dann suchen wir uns noch die zwei Schafe. Die können wir ja dann ein bisschen hochfüttern. Da ist ein Schaf. Ach, da ist er. Da ist er. Mach jetzt nur noch mehr Schafe. Und vorher können wir das Schaf noch komplett weiß machen, damit wir komplett weiße Wolle haben. Brauchen wir bloß ein bisschen Bone Meal. Einmal, zweimal. Ach komm, wir machen es so. Mal schauen, ob es klappt. Jawohl. Cool. Und da waren wir doch schon wieder mal in der Folge produktiv. So ein bisschen Weiz mitnehmen, dass wir zwei Schafe machen, also ein kleines Schaf wieder machen können. Einmal, zweimal, Liebe machen. Cool. So, was machen wir eigentlich, könnten wir jetzt? Kriegen wir einen Painter hin? Gucken wir mal. The Painting. Von Ender.io Electrical Steel, Iron, Coal und Silicon, Iron Hammer, Coal Dust, Wartler, dass es uns daran hängt, machen wir plus 16 erstmal und Silikon. Hakelt so auch. Oh, das ist ja nicht so das. Just. Segmel. Pulverizer. Was? Bliss Powder. Okay. Okay, haben wir es hier rein. So, hier hätten wir noch ein bisschen Gravel, das haben wir auch noch mit rein. Wow.
Kompressor kriegen wir jetzt glaube ich nicht mehr hin. Nope. Aber da jetzt die Folge jetzt auch schon vorbei ist, sage ich mal Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder bei Feed the Beast Infinity mit mir, dem Kirsch. Und schaut auch bei Cologne Fire TV vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, das Video, hinterlasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, haut rein!